Einen schönen guten Tag. In diesem Video wollen wir uns einer Frage widmen, die sporadisch an uns herangetragen wird, und zwar in folgender Konstellation. Wie löse ich Gutscheine ein, die nicht hier auf diesem System erstellt wurden und auf diesem Arbeitsplatz? So. Also das heißt, die haben von irgendeinem anderen autarken, eigenständigen System, egal woher, Gutscheine erstellt. Und die würden sie jetzt gerne hier in der Wabi einlösen. Generell ist es so, dass wir diese Gutscheine nicht irgendwie einfach reinbeamen können oder einfach irgendwie übernehmen können, weil ein Gutschein stellt ja eine Zahlung dar, egal in EC oder in Bar oder per Rechnung, wie auch immer. Auf jeden Fall ist ein Gutschein eine Bezahlung, das heißt eine Buchung. Und diese Buchung müssen wir irgendwo einfügen, das heißt, dann würde sich ja plötzlich ihr Mitlaufbestand oder und so weiter erhöhen. Auch können wir keine Fremdnummerkreise übernehmen, sondern beim Erststart von Wabi können Sie ja definieren, wo Ihre Gutscheinnummern beginnen sollen. Also was machen wir oder was machen Sie? Sie klicken auf Anwendungen, Artikel und Warengruppen und legen hier einfach eine neue Warengruppe an, und zwar, die nennt sich Altgutscheine, okay? Altgutscheine oder Fremdgutscheine, egal wie Sie es nennen. Dann hinterlegen oder dann geben Sie den Mehrwertsteuersatz ein, bei dem Sie auf dem anderen System oder auf dem anderen autarken System oder den Mehrwertsteuersatz wählen Sie hier aus, den Sie auf dem anderen System bei der Erstellung hinterlegt haben. Also standardmäßig steht das Ganze hier auf 0. So, nun könnte sagen, ob die Warengruppe in der Kasse auf den Touchscreen-Buttons angezeigt werden soll, ja oder nein, ist wahrscheinlich eher eine Option, die Sie nicht so oft brauchen, deswegen empfehle ich Ihnen das nicht zu tun, und jetzt speichern wir das Ganze. Ja. So, jetzt haben wir hier eine Position Altgutscheine. Wie verfahren wir nun in der Kasse? Machen wir jetzt einfach mal ein Beispiel. Wir verkaufen unsere Damenhose, ist egal, ja, wollen wir verkaufen. Wir sagen bezahlen. Hier steht uns natürlich jetzt die Option Gutschein nicht zur Verfügung. Denn Gutscheine an dieser Stelle können nur übernommen werden oder über diesen Button übernommen werden, wenn sie auch auf diesem lokalen System ausgestellt worden sind. Über die Toolbox zum Beispiel, Gutscheine erstellen oder Artikelrücknahmen ausbohnen. Hier haben Sie die Möglichkeit, Gutscheine im System zu erstellen. Wir wissen ja, wir haben die Warengruppe angelegt, Altgutscheine. Also drücke ich W für Warengruppe, habe hier schon meine Altgutscheine, brauche nur auf Übernehmen klicken. Ja, das war jetzt halt nicht so. Ich muss hier einfach einen Doppelklick mal machen. Genau, jetzt kann ich die Stückzahl eingeben. Jetzt sage ich hier einen Preis, zum Beispiel 25 Euro und sage übernehmen. Und muss an dieser Stelle RK4 Rücknahme wählen. Ich bestätige diese Meldung, ob das so in Ordnung ist. Und jetzt wird uns hier das abgezogen. Das heißt, 25 Euro werden uns jetzt hier mit einem Mehrwertsteuersatz von 0% abgezogen. Sie können diesen Text natürlich über F6 ändern. Altgutschein, Nummer, keine Ahnung, 328. Klicken Sie auf Übernehmen, Artikelbezeichnung übernehmen und klicken anschließend auf Bezahlen. Ja, so auf diesen Weg können Sie Fremdgutscheine in Wabi Profi 3 eingeben. Und wenn Sie, machen wir noch ein Beispiel, okay, ich mache jetzt hier W für Warengruppe, mache einen Doppelklick auf Altgutscheine, ich sage Stückzahl 25 Euro, wenn aber jetzt dieser Altgutschein einen anderen Mehrwertsteuersatz hatte zum Zeitpunkt des Erstellens, ne, dass Sie sagen, okay, der Gutschein hatte aber damals 19% bei der Erstellung, dann wählen Sie hier einfach den Mehrwertsteuersatz aus, klicken auf Übernehmen, anschließend wieder auf Rücknahme. Und mit F6 ändern wir den Text, damit wir die Gutscheinnummer noch dazu schreiben können, 328, und klicken nun auf Übernehmen und können nun die Zahlung abschließen, indem wir anschließend auf Bezahlen klicken. Ja, das war's schon.